115 Millionen Euro hat die Bundesregierung im Jahr 2020 für Werbung ausgegeben. Und das ist deutlich mehr als alle Oppositionsparteien in Deutschland insgesamt über die Parteienfinanzierung überhaupt zur Verfügung haben. Und zwar ziemlich genau das 1,6-fache dessen. 115 Millionen hat die Bundesregierung rausgekübelt für Eigenwerbung. 69 Millionen ist der zusammengefasste Wert der Parteienfinanzierung aller Oppositionsparteien. Das ist das Ergebnis einer Anfrage, die ich gestellt hatte und die mir die Bundesregierung ziemlich kleinlaut und auch unvollständig beantwortet hat. Denn diese 115 Millionen, die umfassen lediglich die Platzierungskosten inklusive Mehrwertsteuer, also diese Plakatgebühren, Fernsehwerbungskosten und so weiter. Noch nicht die Agenturkosten und auch nicht die Verwaltungskosten, die bundesregierungsseits dahinter stecken, sodass dieser Betrag noch einmal deutlich steigen dürfte, auf vermutlich das Doppelte dessen, was die Oppositionsparteien zusammengerechnet zur Verfügung haben. Und wir haben hier einen demokratischen Skandal besonderer Güte. Denn es ist ja die Aufgabe der politischen Parteien, Meinung zur Meinungsbildung beizutragen, politische Bildung zu betreiben. Und dafür bekommen sie ja auch die staatliche Parteienfinanzierung. Auch die AfD hängt ja maßgeblich von dieser staatlichen Parteienfinanzierung ab. Nun bekommen die Oppositionsparteien 69 Millionen. Die Regierungsparteien bekommen ja auch nochmal Geld. Insgesamt beträgt die Parteienfinanzierung rund 220 Millionen Euro. Und auf das Geld, das die Regierungsparteien für ihre Meinungsbildungsarbeit und ihre Werbung für ihre politische Meinung zur Verfügung haben, kommt ja jetzt noch die Eigenwerbung der Bundesregierung in Höhe von 115 Millionen Euro obendrauf. Das ist nicht nur jede Menge Geld, sondern es ist vor allem eine völlig inakzeptable Wettbewerbsverzerrung auf dem Markt der politischen Meinungsbildung. Natürlich kann eine kleine Partei wie die AfD mit ihren, was weiß ich, 10 Millionen Parteienfinanzierungserstattung nicht in gleicher Weise die Meinung beeinflussen wie eine Bundesregierung, die 115 Millionen hat, plus die Parteienfinanzierung der Regierungsparteien. Und das ist einfach nur grundgesetzwidrig. Diese 115 Millionen, die die Bundesregierung an Eigenwerbung verschwendet, sind völlig inakzeptabel. Sie sind ein demokratisches, großes Problem und es zeigt, wie die Bundesregierung tickt. Die eigene Meinung wird durchgesetzt, koste es, was es wolle. Es ist ja nur das Geld des Steuerzahlers, was man hier an die Litfaßsäulen verklebt.